Storyline. Ich bin immer noch nicht wieder so ganz fit. Trotzdem wollte ich ein bisschen aufnehmen. Ich habe gesehen, hier oben, da wo das so qualmt, ist leider nur ein blauer Loot. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem purplefarbenen Loot, denn ich habe mir auch mal so ein Schutzschild gemacht. Außerdem brauche ich ja noch jede Menge mutierte Herzen. Wir brauchen insgesamt 150, wenn wir den Gamma-Titan machen wollen. Ich habe aber auch gesehen, hier oben gibt es zwei Enraged Rexe. Ich brauche außerdem auch für den Gamma-Fight fünfmal die Alpha-Zähne von einem T-Rex, also von einem Alpha-T-Rex. Ich hoffe, die Enraged zählen auch dazu, die sind ja auch Alpha. Wobei die ja dann aber trotzdem, ja, sind ja aus Metall. Ich weiß nicht, ob da echte Zähne drin sind, sage ich jetzt mal. Da ist ja schon einer davon. Und wir wollen uns hier einfach mal durchschnetzeln. Mal gucken, was die so droppen lassen. Ich habe jetzt dem Giga hier gesagt, er soll keine Rohstoffe aufsammeln, aber er soll halt Items einsammeln. Das heißt, die Herzen und die Klauen und die Zähne. Ah ja, zweimal Alpha Tyrannosaurus. Oh, wunderbar. Das heißt, wenn ich den anderen da oben getötet habe, dann habe ich ja schon alles, was ich brauche. Ich hatte nämlich zwei. Und wenn der jetzt zwei abgegeben hat, dann brauche ich ja nur noch einen weiteren. Das ist natürlich super. Ja, hier oben auf diesem Plateau, na, ihr seht, da hinten ist die Schneekuppel, hier ist die Wüstenkuppel, da ist die Stadt. Da oben, da spawnt eigentlich immer mindestens ein Enraged T-Rex. Und als ich den Qualm gesehen habe, dachte ich mir, na, weil das so schwer ist, dann sind hier bestimmt, ne, da oben ist nämlich der zweite, dann sind hier, ist hier bestimmt ein lila Loot, aber es ist halt leider nur ein blauer und da drüben ist noch einer. Also wir haben einen besiegt und schon ist der zweite nachgespawnt. Also hier habt ihr sozusagen rundum immer super, oh, das ging aber schnell. Enraged T-Rex, ja, die ihr eben besiegen könnt für Skins oder für Zähne oder für was auch immer. Die spawnen so dermaßen schnell wieder nach, das ist unglaublich. Kriege ich dich da raus, ohne dass ich verbrutzel? Okay, ich habe da unten einen neuen Loot ausfindig gemacht und es scheint ein Pinker zu sein. Das ist super. Werden mal schnell hier die hier noch wegmachen. Ich möchte nämlich ganz gerne hier mal mit so einem Schild das probieren. Und das muss ich natürlich erstmal aufstellen. Zack, und dafür habe ich dieses Teil dabei. Element dabei. Einschalten. Und ich habe 8. Dieses Teil dabei. Aktivieren. Okay, jetzt sind wir immerhin. Das ist viel zu klein. Mach's größer, bitte. Oh, jetzt kommen wir wieder nicht dran. Inventar, bla 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 bla. Aufheben. Hallo, ich weiß, man kann. Aha, hier. 3. Schnell irgendwo drauf. Schnell irgendwo drauf. Schnell irgendwo drauf. Schnell irgendwo drauf. Es geht nicht, weil der Giga steht angeblich draußen. Nö. Es geht nicht. Ich kann nicht. Es ist alles schon wieder so mega cool. Es macht so richtig Spaß. Mann, Mann, Mann. So, okay, ich hoffe, der ist jetzt einigermaßen safe hier, der Loot. Und ja, Pink. Also, funktioniert ein bisschen anders als die anderen. Denn ihr habt unbegrenzt viele Runden. Ich weiß gar nicht, ob es so eine richtige Aufwärmphase gibt, denn ihr seht ja, normalerweise kommen in der Aufwärmphase so 5 Tiere oder irgendwie sowas in dem Dreh. Nee, die kommen da dran. Ich muss es noch größer machen. Das ist genau, was ich befürchtet habe. Wir müssen es leider größer machen. Ich muss da nochmal rein, aber ich kann nicht. Was ist denn hier? 10, komm, das Größte. Ja, die dürfen da ja nicht ran. Das ist ja das Problem. Weil ich habe es nämlich schon mal probiert. Und der Giga, der hatte damit jetzt gar nicht so sehr ein Problem. Das Problem war, dass nach der ersten oder zweiten Runde das Teil kaputt war. Jetzt kann ich nicht sehen. Okay. Jetzt waren halt die Tiere drin, weil... oh Gott, ich bin schon wieder überladen. Komm, mach. Okay, wir haben, was wir wollten. Ich brauche jetzt noch den zweiten Giga.
denn ich möchte zwei hier rauswerfen. Aufsitzen. Was brauche ich? Das hier brauche ich. Die Herzen brauche ich ja eigentlich auch, aber haben wir keine gekriegt. Schmeiße ich alles raus. Ja. Absteigen. Und jetzt möchte ich nur noch... wo ist das? Finde ich mal wieder nicht. Doch, Ernteeinstellung. Rohstoffe deaktivieren. So, und jetzt muss ich noch mal was essen. Boah, ist das alles ein Stress. So. Dann wollen wir, dass du hier... Nee, nicht folgen. Nein, 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 nein. Ich möchte, dass du hier mindestens neutral bist. So, und ihr seht ja, durch das Schild, die kommen da nicht durch. Na, die kommen einfach nicht durch, das ist cool. Das heißt, meine Sachen da drin sind safe. Ich habe deswegen erst den Generator und dann das Schild gesetzt. Man kann das auch anders machen. Man kann auch Elemente direkt in das Schild machen. Aber das verbraucht sehr, sehr viel dann. Und ansonsten verbraucht es, wenn es über den Tech-Generator läuft, ja nur ein Element in 24 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Schild normalerweise verbraucht, aber definitiv mehr. Was weiß ich sag jetzt einfach mal eins in 5 Minuten oder in 10 Minuten, vielleicht auch in einer. Ich habe es nicht getestet. Man hat mir nur gesagt, mach's mal lieber mit dem Tech-Generator, dann verbrauchst du ganz wenig Element. Und wenn du das nämlich mit... Wir sind gestunt. Wenn ich das mit einem... Wenn ich direkt das Element da rein tue, weil ich dachte, warum soll ich da zwei Geräte hinstellen? Es dauert ja doppelt so lange, das aufzubauen. Aber ja, da hieß es dann, naja, das Schild verbraucht ganz, ganz viel Element und ich soll es lieber mit dem Generator machen, dann verbrauche ich nicht so viel. Also mache ich das, denn ich höre ja auch auf das, was mir meine Leute sagen. Machst du hier nochmal mit oder muss ich hier alles alleine machen? Ich möchte, dass der aggressiv ist, aber kann man denn den nicht auf aggressiv pfeifen? Ich weiß, das ist Ö bei mir. Haben wir jetzt noch eine Runde geschafft? Ne, wir haben noch keinen Ton gehört. Warum habe ich zwei? Also, weil ich glaube, dass ja, mit dem Mate-Boost, den die jetzt ja haben, dass es damit einfach besser läuft. Ihr seht ja von der Gesundheit, dem fehlt jetzt nicht viel. Wie viel fehlt noch? Zwei sind es noch. Da unten ist ein Dilo, aber der wird das bestimmt nicht sein. Ich will nicht so weit weggehen, denn ich glaube, wenn man zu... Da hängt irgendwas. Wenn man zu weit weg ist, dann despawnt das Ding einfach wieder, weil so habe ich jetzt nämlich die anderen Loots vorher immer alle kaputt gemacht. Immer wenn ich blaue, gelbe, rote gesehen habe, weil ich wollte halt unbedingt einen lilanen haben, bin ich halt ran, habe gewartet, bis die Kuppel kommt und dann bin ich einfach abgehauen und innerhalb von Sekunden kam dann dieser Sound... Dass ich verloren habe. Und so schnell konnte unmöglich das Ding eingerissen worden sein. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass wenn man sich zumindest in der Aufwärmphase weit genug wegbewegt, die Sache sich dann erledigt hat. Aber hier fehlt immer noch einer. Naja, abwarten. Also wie gesagt, ich glaube, man kann es ab der 5. kann man den Loot aufmachen. Und für jede weitere, die man durchhält, wird der Loot aber besser. Kann ich das theoretisch aufmachen? Nee, ist ja auch keine Runde zu Ende. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Komm mal da ein bisschen raus aus dem Schild. Genau. Ja, wahrscheinlich hängt hier unten irgendwo einer fest oder so. Da unten ist zum Beispiel ein Pteranodon. Hier ist ein Dilo, aber der wird das nicht sein. Ich glaube in der Runde, ich weiß nicht, vielleicht kommt bei Pink auch einfach alles. Ja, und es könnte auch ein Dilo sein. Aha, es war sogar ein Dilo. Unglaublich. Also wenn der das jetzt war, dann war es echt ein Dilo. So, wir haben dem ja gesagt, der soll Ö sein. Also ich hatte in meinen Einstellungen mal das Ö... aggressiv sein soll. Ich hoffe, es stimmt. Ansonsten steht er jetzt ziemlich blöd da. Ja, es stimmt. Oh, ich hoffe, der Reaper gräbt sich nicht unten drunter durch. Das wäre ganz schön link.
Und jetzt heißt es wieder klicken. Klicken, klicken. Ich will nicht in deinem Gas stehen. Lass mich da mal bitte dran vorbei. Und vor allem beim Klicken nicht so rumwackeln. Ist der etwa reingekommen? Wie das? Guck dir das an. Ja, der hat sich sozusagen, der klettert an der Innenseite vom Schild, vermutlich. So sieht es zumindest für mich aus. Kommst du da oben klar? Ich glaube schon. Nicht wackeln mit der Hand. Beim Klicken, ich wackel einfach immer. Es tut mir leid. Ich habe schon extra die Erschütterung im Spiel ausgemacht oder ganz, ganz gering, damit das nicht auch noch dazu kommt. Sonst kriegt man hier Motion Sickness. Das ist bei mir garantiert. So. Ja, dadurch, dass ich ihm gesagt habe, aha, da hauen die ganzen Rocktracks hin ab. Dadurch, dass ich ihm ja gesagt habe, er soll keine Rohstoffe aufsammeln, sammelt er jetzt, scheiße, ich mache immer Schaden auf das Ding. Sammelt er jetzt natürlich auch kein Fleisch ein, um sich damit hochzuheilen. Du sollst mal ein bisschen weiter wegkommen von da. Du bist einfach viel zu nah immer dran. Ja, jetzt sind natürlich da oben die beiden Rockdrakes. Die gehören bestimmt mit dazu, aber ich komme nicht ran. Hab jetzt nichts zum Schießen hier. Kommt ihr runter, Jungs? Ne, kriegt die nicht. Die gehören bestimmt dazu. Ich könnte versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, indem ich sie abschieße. Ich darf auch nicht so oft absteigen. Ich kriege immer Schaden. Aha! Hier hinten ist nochmal ein Stego aufgetaucht und ein Trike. Hinter mir ist das Trike. Ja, der gehört bestimmt dazu. 450. Hier ist das Trike. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ganz so viel quatsche. Vor allem, nee, der gehört aber bestimmt nicht dazu. Vor allem nicht so laut, denn ja, ich bin ja immer noch ganz heiser. Aha! Stand zwar gerade die ganze Zeit da, es wäre noch einer, aber so weit, so gut. Warten wir auf die nächste Runde. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich den theoretisch jetzt aufmachen kann. Was stand da? Kann ich mal wieder nicht lesen. Nee, ich glaube, wie gesagt, ab der 5. kann man es aufmachen. Da kommen sie ja. Der Stein hier ist ein bisschen blöd. Ich würde mich genau da am liebsten hinstellen. Dann würde ich nämlich von beiden Seiten die Tiere abkriegen. Boah, da drüben muss irgendwie ein Reaper sein oder so. Irgendwas, was auf jeden Fall richtigen Knockback macht. Aber von da oben scheint sowieso nicht so viel zu kommen. Die meisten kommen von hier unten. Ich weiß jetzt nicht so genau, wenn die hier auf meine Kuppel Schaden machen, ob das Ding irgendwann kaputt geht. Ich glaube nicht. Die müssten schon den Schildgenerator selber kaputt machen. Oder eben dafür sorgen, dass ich keinen Strom mehr habe. Also ich glaube, die Kuppel selber kann man nicht kaputt machen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ja, und der Giga steht da oben wieder rum und macht nichts. Das ist so doof. Echt, ey. Ich habe dir doch schon 10.000 Mal gesagt, du sollst ein bisschen weiter weggehen. Es funktioniert halt nicht, wenn der in der Kuppel steht. Der muss raus. Ja, genau. Das ist wirklich wichtig. Der muss raus da, sonst klappt es nicht. Der kann nicht drinstehen und nach draußen Schaden machen. Das geht nicht. So, jetzt gehe ich nochmal nach unten. Geben wir nochmal ein bisschen mehr Schaden.
Boah, nur Items, ist unglaublich. Hör auf, nicht freuen. Gehen wir da runter und machen die da unten auch nochmal platt. Wie sie dagegen bouncen. Ne, ihr seht, die machen nämlich gar keinen Schaden gegen die Kuppel. Die wollen durch. Die sehen die sozusagen nicht. Das ist wie eine Gummiwand, gegen die die laufen. Und das ist jetzt Runde 3 oder 4 gewesen. Weiß gar nicht. Welle 3. Ein Feind haben wir noch. Hm. Vielleicht der Strike da unten. Keine Ahnung. So, mal gucken, was brauche ich denn... Auf jeden Fall nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Na, bis der sich da mal wieder entschieden hat, ob er doch noch Feinde hat oder nicht, schmeiße ich mal den ganzen Plunder hier raus. So. Weil das hier, das brauche ich nämlich auf jeden Fall. Das und das. Warum habe ich so viele Kryopods dabei? Das liegt daran, dass ich schon dabei bin, die anderen Gigas und ein paar Velonasaurier da hinten, da oben auf die Plattform zu bringen, auf der wir dann den King Titan besiegen wollen. Deswegen sind da so viele Kryopods. Aha. So, das war jetzt Runde 3, jetzt kommt Runde 4, ne? Feinde nähern sich. Ich weiß nicht, wie das läuft, dass man... Also ich meine, kann ich das auspacken, während die Feinde da sind? Muss ich immer warten, bis eine Runde zu Ende ist? Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Wir sind jetzt hier bei Runde 4. Na komm. Mein Gott, der hält schon wieder was aus hier. Unglaublich. Eieieiei. So viele Feinde. Raus aus dem Gas. Ja, ab und zu muss ich halt mal, Helena. Tut mir leid. Ich meine, wer würde sich denn bei dem Anblick nicht in die Hosen machen? Bis jetzt hatten wir weder, meine ich, weder Enraged Trike noch Rex. Kann ja alles noch kommen. Vielleicht ja auch erst nach der 5. Runde oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die werden dann auch immer mehr. Also nicht, also mehr Tiere oder noch höher die Tiere oder noch schlimmer die Tiere oder so. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Wir versuchen auf jeden Fall mal 1-2 Runden noch nach der 5 zu machen. Und wenn wir merken, geht nicht, können wir ja immer noch reingehen in unsere Kuppel. Und dann drinnen ja, uns ein bisschen regenerieren. Denke ich doch mal. Du bist schon wieder hier drin. Ich habe dir gesagt, du sollst rausgehen. Gibt's da alles nicht. So. Wie sieht's aus? Noch 2. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, nach Runde 5 ist das Zeug dann so gut wie in einem roten Loot und wird mit jeder Runde mehr oder wird die Qualität mehr, aber also besser, aber es werden nicht mehr Items oder wird beides mehr, also sowohl die Qualität höher als auch die Anzahl höher oder wie läuft das? Oder ist nach Runde 5 das Zeug erstmal so gut wie in einem blauen Loot oder so? Ich habe keine Ahnung. Da hinten sind halt 2, ich will eigentlich nicht so weit weggehen. Das ist mir ehrlich gesagt zu weit. So ist es. Habt ihr gesehen? Es war nicht mehr drin. Und dann hieß es verloren. Es ist nur noch mein... Na super, ganz große Klasse. Ich sag ja, ich will nicht so weit gehen. Genau so, wie ich es mir gedacht habe. Na gut, aber wir haben es gemacht. Ihr habt gesehen, die Rexe haben so gut... die Gigas haben so gut wie keinen Schaden bekommen. Ja, das einfach nur, weil einfach hier die Tiere einfach nicht kommen, wie sie sollen. Ja, wenn die einfach mal kommen würden, müsste man nicht so weit weg. So einfach ist es.
Also ist mal wieder das Spiel selber dran schuld, dass hier nichts funktioniert. Keine Ahnung, ob ich nochmal einen blauen, einen lilanen finde, einen pinken. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt sehr, sehr lange danach gesucht. Wir haben letzten Endes gar nichts dafür bekommen. Keine Ahnung, ob ich mir nochmal einen suche. Also ihr seht, ihr dürft einfach nicht aus Renderreichweite von dem Ding, dann ist es sofort weg. Sofort. Nicht nur in der Übungsphase, sondern sofort. Wir haben leider nicht genügend Herzen gesammelt. Also der wird ja auch welche haben, denke ich doch mal. Das hier brauchen wir vielleicht. Hast du sonst noch irgendwas? Nee, nichts, was du brauchst. Aber der hat hier ein bisschen mehr Leben verloren. Wir werden den auf jeden Fall einfrieren. Und dann schmeiße ich den auch oben raus. Ja, und ich denke, ich werde mich jetzt einfach darauf vorbereiten, dass wir den King Titan mal langsam machen. Was ist das hier? Red ist mein Managama, richtig. Und dann frieren wir dich dafür wieder ein. Tja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. So viel zu unserem pinken Loot. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt noch die Muße, dann auf einen weiteren zu warten. Meistens spawnen die im Singleplay zumindest immer gerade dann, wenn man sich einloggt. Und ja, wenn man die dann kaputt macht, spawnen vielleicht noch ein oder zwei weitere und dann war es das meistens. Und ja, ihr seht hier im Hintergrund schon mal den Rest meiner Armee gegen den King Titan Gamma. Damit werden wir es erstmal aufnehmen. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal genügend anderen Kram besorgt. Wir haben jetzt also genug. Wir haben hier 8. Wir brauchen 5 Alpha-Tyrannosaurus-Zähne. Wir haben hier 10 und wir brauchen auch genau 10 Titanoboa-Gift. Unglaublich schwer zu bekommen, weil kaum eine Schlange hat das dabei. Wir haben hier 160 mutierte Herzen. Wir brauchen 150. Und ansonsten brauchen wir halt diese Trophäe und die Trophäe, die noch oben im Trophäenhalter ist. Wir gucken uns jetzt nochmal einen Explorer Node an. Und zwar sind wir nach wie vor bei der Helena. Und ich glaube, hatten wir das hier schon? Ja, den hatten wir schon. Dass sie irgendwie wie Rockwell zu sein scheint oder so, wirft man ihr vor. Das hier hatten wir allerdings auch schon. Mayin, die um Diana trauert. Die 15, hatten wir die auch schon? Nee, die hatten wir noch nicht. Je stärker das Signal wurde, desto mehr rechnete ich damit, einen ersten Blick auf seine Quelle werfen zu können. Heute Nachmittag war es dann soweit. Es ist ein riesiger Monolith, der selbst schon aus dieser Entfernung irgendwie allmächtig wirkt. Aber mal ehrlich, was konnte ich an einem Ort schon erwarten? Eine Kneipe? Die Ruinen sahen nicht sonderlich einladend aus oder als würde uns gefüllte Gläser erwarten. Was? Oder als würden uns gefüllte Gläser erwarten. Schade. Aber egal. Der Monolith steht etwas abseits der anderen Bauten, so als wäre er unabhängig davon entstanden. Das würde Sinn ergeben, wenn er mit den Stationen zu tun hätte wahrscheinlich. Und auch erklären, warum er noch Strom hat. Und was seine Funktion angeht, da gibt es nur einen Weg, das herauszufinden, nämlich reinzugehen. Ja, wir sehen hier diese komische Kuppel, die sieht aus ein bisschen wie das Kontrollzentrum, was hier etwas außerhalb ist und dahinter den Monolithen, ne? Ich glaube, der Monolith, den sie meint, ist unser Schmuckstück. Aus dem Fenster sehen wir es, glaube ich, besser. Der da. Und dahinter sieht man das Gebäude, dieses da, jetzt sieht man es natürlich wieder gerade nicht. Ja, da hinten dieses Kontrollzentrum, wovon man da so ein bisschen die Ecke sieht, was man da, glaube ich, auf dem Explorer-Node gesehen hat. Aber ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist, auch wenn es nicht ganz so erfolgreich war wie gedacht. Aber ihr seht, mit dieser Schutzkuppel schafft ihr jeden Loot, weil die können ihn nicht kaputt machen. Ihr habt alle Zeit der Welt, die Tiere platt zu machen. Und ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.